Disclaimer. Von der Wahrheit zu glauben, sie sei eine Lüge, und von der Lüge zu glauben, sie sei wahr, schützt vor Überraschungen. Ich empfehle, meine vorgestellten Informationen zu verifizieren und sich selber eine Meinung zu bilden. Niemand kennt die absolute Wahrheit. Ich habe gerade in den Nachrichten gehört, im Radio, beim Autofahren, zwecks der schlechten Getreideernte und der gestiegenen Nebenkosten werden die Backwaren wohl teurer werden. Um 2 bis 4 Cent, so sagt der Bäckereiverband. Ja, bei 50 Cent machen dann 4 Cent schon eine ganze Menge aus. Das sind 10% fast. Ja, da sind wir eigentlich schon im Thema. Der Zug rollt. Jetzt noch aufspringen. Versorgungsengpässe, Inflation, Hyperinflation. Und letztlich, wie geht man mit Lebensmitteln um? Oder mit Ressourcen um, um sie nicht zu verschwinden? Darum soll es heute gehen. Ich werde jetzt erstmal hier das Auto ausladen und ja, unsere Bienen füttern und ein bisschen Material wohin bringen. Dann schauen wir weiter. Eine hervorragende Möglichkeit, etwas einzulagern, sind diese Weithaus-Maischetonnen. 120 Liter Volumen, da passt schon was rein. 44,95 Euro, ja, noch erschwinglich. Da lagern wir nicht nur jetzt unsere Vorräte, sondern auch anderes Material, das vor Nageln geschützt werden soll oder eben vor Feuchtigkeit. Ja, ich stehe hier im Stau, wahrscheinlich die nächsten 50 Minuten. Auch das ist ein unvorhergesehenes Ereignis. Aber da habe ich wenigstens Zeit, was zu machen. Euch was zu erklären. Dass wir vor einer Versorgungslücke stehen, vor einem Versorgungsengpass stehen, sollte mittlerweile jeder kapiert haben. Das mit der Teuerung, ja, wie kommt die zustande? Eigentlich ist es egal, sie ist da. Aber vor einigen Jahren hat so ein Container, das meiste wird ja per Schiff im Container geliefert oder verschifft. Vieles aus China, da war erst mal für 3 Wochen der Containerhafen komplett gesperrt wegen einem Covid-Fall. Ein Container hat früher so 25.000 Euro gekostet, jetzt kostet er knapp 200.000 Euro. Ein Container. Die Produktionskosten sind auch gestiegen, durch steigende Energiepreise etc., hier auch in Deutschland. Also glaubt ihr, dass die Firma, die jetzt seit fast 8-mal so viel ausgibt für einen Container, das Zeug dann zum gleichen Preis weiterverkauft und miese macht? Das werdet ihr zahlen, in Kürze. Die Preise sind jetzt schon um bis zu 30% bei normalen Lebensmitteln und anderen Sachen gestiegen. Sie werden nur kaschiert. Ihr kriegt statt 500 Gramm halt nur noch 420 Gramm pro Packung und zahlt nur ein paar Cent mehr, maximal also 50, 60 Cent. Aber es ist trotzdem eine Preissteigerung, ja, die sich gewaschen hat. In der Baubranche sind die Versorgungsengpässe mittlerweile so groß, dass die Firmen Bauherren 20.000 Euro anbieten, wenn sie nicht mit dem Bau beginnen. Die können schlicht und ergreifend ihre Kostenvoranschläge nicht mehr einhalten. Holz 300% teurer, auch Stahl ist viel teurer geworden. Ja, müsst euch vorstellen, es kommt ihnen günstiger, 20.000 Euro herzuschenken und zu sagen, baut lieber später, als ihr Angebot einzuhalten. Der Zug rollt an. Für den Herbst und Winter rechne ich mit einer Preissteigerung von 50%, 30-50%. Elektronische Artikel sind fast überhaupt nicht mehr zu kriegen. Automobilbauer müssen ihre Produktion deshalb stark einschränken. Auch andere Hersteller, sei es Grafikkarten, sei es Waschmaschinensteuerungen, das alles, ja, müssen sie zurückfahren. Es wird auch entsprechend teurer werden. Wenn man versucht hat, jetzt einen herzukaufen, einen eher zu kaufen, wird feststellen, oh oh, schlecht, schlecht und teuer, teuer. Denn die billigen und die günstigen Modelle sind alle ausverkauft. So, jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Nein, wir sind eigentlich schon mittendrin, Inflation. Wo wir früher von 4-5% gesprochen haben, reden wir jetzt von einer Inflation von 30% oder mehr, noch Ende dieses Jahres. Aber auf die nächsten Jahre hochgezählt, wird dann auch nochmal Zinseszins anfallen, also negativer Zinseszins. Und dann sind wir schnell mal so in 5-6 Jahren bei 60-70%. Leute, wer jetzt nichts tut, wer jetzt nicht aufspringt auf den Zug und ein bisschen vorsorgt, erwartet ihr das wirklich, dass er 30% mehr Lohn kriegt in den nächsten Jahren? Nee. Was kommt dann danach? Es wird nicht besser werden.
Allein Covid, unser liebes Linksthema, wird zu einem weiteren Problem führen, nämlich dazu, dass die Sachen nicht billiger werden und dass ihr weniger Geld habt. Es kann zu einer Hyperinflation kommen. Und das wäre dann das Ende unseres Bargeldsystems, überhaupt des Geldsystems. Und ich werde sagen, ja, so ist doch nicht wahrscheinlich. Schaut euch doch mal um, wie es der Weltwirtschaft geht. Googelt mal. Es gibt so schöne Suchmaschinen wie Google, da könnt ihr eingeben, Inflationsrate, Preissteigerung. Recherchiert mal selbst, wie es ausschaut. Die Finanzexperten in Deutschland sagen alle einhellig, dass 30% locker zu erwarten sind. Die Prepper-Szene weltweit, USA, Kanada, England, Deutschland, die sagen alle das Gleiche. Es geht in Richtung Hyperinflation und da kommen wir eigentlich zu dem Thema Verschwendung. Ihr habt doch sicherlich schon mal ein Glas Essiggurken ausgegessen. Was bleibt dann übrig? Genau, das Gurkenwasser mit den vielen Gewürzen. Das schüttet ihr ins Klo. Das könnt ihr im Krisenfall nicht machen. Man kann es abseihen, man kann die Flüssigkeit entweder trinken, mit Wasser verdünnen, zum Kochen verwenden. Ihr solltet gar nichts mehr wegschmeißen. Oder so wenig wie möglich. Brot, das ihr jetzt kauft und das euch trocken wird, hebt es auf. Ihr könnt es reiben und zu Semmelbrösel verarbeiten. Versucht, dass ihr, was ihr zu viel kocht, noch was zu machen. Und wenn ihr jetzt seht, es ist wirklich viel zu viel, dann kocht es ein, friert es ein. Aber schmeißt es um Himmels Willen nicht mehr weg. Das Zeug wird teurer und ihr werdet es bereuen, glaubt es mir. Ich habe noch 4-5 Kilometer Stau vor mir. Also noch eine gute halbe Stunde. So lange will ich nicht quatschen. Wie wird das weitergehen? Das ist schwer zu sagen. Sicher weiß man es nie und es wird schon seit 4 Jahren gesagt, die Inflation kommt, der Währungscrash kommt und nichts ist gekommen. Aber momentan geht es wirklich in einen Trend, der in eine Richtung geht. Ein Trend, dass Sachwerte vorgezogen werden. Man kauft lieber Benzin, man kauft lieber Lebensmittel, man kauft Produkte, Gold, Edelmetalle, was auch immer. Weil man weggestrebt von Bargeld. Leute, das hat einen Grund, warum die Wirtschaft so funktioniert im Moment. Und Berichten zufolge stehen die Banken kurz vor dem Crash. Gestern gab es schon einen Einbruch. Und ich kenne jemanden, der arbeitet in der Sparkasse an der führenden Stelle, der redet auch schon offen von einem Finanzcrash. Muss man sich mal vorstellen, da hätte sich der vor ein paar Jahren das Wort nicht mal in den Mund nehmen trauen. Also, was ihr jetzt kauft, auch wenn die Teuerung nicht so schlimm werden sollte, was ich glaube, es wird wirklich schlimm, das werdet ihr in 1-2 Jahren zu einem wesentlich höheren Preis kaufen müssen. Also kauft die Sachen, die ihr dringend braucht, jetzt noch. Kauft euch jetzt noch Lebensmittel. Versucht jetzt noch anzuschaffen, was ihr in den nächsten Jahren braucht, denn jetzt kriegt es noch günstiger. Wer weiß, wie das ausschauen wird Ende dieses Jahres, 2022, ist sowieso ein Jahr des. Also viele glauben, dass das Ganze dann noch mehr eskalieren wird. Eskalieren ist auch ein gutes Thema. Da hat doch glatt einer einen Tankwart, einen Kassier bei einer Tankstelle niedergeschossen, weil er ihm, ohne dass derjenige Maske getragen hat, kein Bier mehr verkaufen wollte. Tja, man weiß nicht, ob das eine False Flag ist. Wir rennen schon mit einer scharfen Pistole rum. Es wurde auch nicht gesagt, welche Nationalität der Täter hat. Aber es ist schon das, was wir vorhergesehen haben. Es wird eskalieren. Und es wird weiter eskalieren. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wird immer größer. Und damit auch, ja, der Druck, der entsteht und der sucht sich ein Ventil. Und meistens ist das Ventil die Gewalt. Noch ein guter Rat, wird auch ständig teuer. Benzin, Diesel. Klar, ihr könnt nicht mehr tanken, als ihr tanken könnt, dass ihr im Tank passt, aber fahrt euer Auto nie mehr als bis zur Hälfte leer und sucht dann nach einer günstigen Tankstelle. Habt ihr Ersatzkanister? Ich weiß, im Auto ist nur einer immer zulässig. Macht die Ersatzkanister voll. Ihr könnt ja auch irgendwo einlagern. Ich weiß, in der Garage dürft ihr auch nur eine bestimmte Menge einlagern. Rechtlich vorgeschrieben. Warum sage ich das? Wenn ihr dann wirklich in einen Zusammenbruch kommt, wenn ihr euch manche Dinge nicht mehr leisten könnt, dann habt ihr noch so viel Sprit, um ja, wegzukommen.
solltet euer Auto nie leer fahren, weil dann müsst ihr die nächstbeste teure Tankstelle nehmen. Durch den Stau geschafft und zu Hause. Ich weiß, ihr seid es leid, es zu hören, dass die Inflation kommt, dass ihr vorsorgen sollt. Aber es ist nun mal so. Und ich habe ein Motto. Ja, lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Oder wie der alte Volksmann sagt, vorbeugen ist besser als heilen. Macht euch Gedanken über die ganze Situation. Schaut euch an, googelt. Schaut euch alternative Kanäle an. Was euch hier erzählt wird, dass unsere Wirtschaft sich erholt, hat schon jetzt. Das könnt ihr knicken. Die Erholung ist weit, weit weg. Im Gegenteil. Ja. Das Ganze wird weiter in den Graben gehen. Und irgendwann wird es eskalieren. Oder es wird sich schleichend weiterentwickeln. So eine Krise kommt nicht von jetzt auf gleich. Ja, von heute auf morgen. Das ist vielleicht bei der Zombie-Apokalypse so. Aber in der momentanen Situation ist es eher so ein schleichender Prozess, der nach und nach die Dinge verschlechtert und man sich leicht daran gewöhnt. Und genau das ist das Gefährliche. Man gewöhnt sich daran, man übersieht die Zeichen. Man versäumt es, etwas zu tun. Bis zum nächsten Mal.